Was soll denn das? Was wollten Sie klauen? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Und damit haben wir die fünfte und letzte Gruppe gerettet. Und die Skulptur müsste theoretisch fertiggestellt sein, oder? Was mich auch noch interessiert übrigens, wo die verborgene Kapelle sich genau befindet. Immer noch nicht. Einen Tag später. So. Okay, immer noch nicht fertig. Okidoki. Wir gehen noch einmal runter zum Schiffswrack. Ihr könnt euch vorstellen, dass da sicherlich noch was zu finden sein wird. Boah, da haben die sich aber was vorgenommen. Echt riesig. Riesig, riesig, riesig. Es könnte auch sein, dass auf der anderen Flussuferseite hinten noch eine weitere Gruppe Hilfe benötigt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. So, erstmal hier die ganzen Leichen. Kette. Ja, wir können mal ein paar Schwerter ruhig mitnehmen, die können wir gut verkaufen. Ach so, das ganze Schiffswrack ist weg. Ja gut, so kann man es auch machen. Überraschung, Überraschung. Okay, ich glaube, wo war das denn? Da hinten? Da ist, glaube ich, eine weitere Markierung gewesen. Aber nur ein versteckter Schatz. Okay. Das heißt, wir nehmen die Armbrust. Autsch. Einmal auftauchen bitte, Geralt. Schneller, schneller, schneller. Logbuch des Kapitäns, Schlüssel, Chitinpanzer und so weiter und so fort. Wir haben nicht viel Zeit. Lesen wir mal eben. Das Tagebuch ist völlig durchweicht und nur noch wenige Einträge sind leserlich. 23. Tag im Dienst. Nichts geht mir Ärger auf den Geist als Landratten, die sich für den Größten halten. Doch Graf Jean Joël Balgon, so lässt der dreiste Mistkerl sich von mir anreden, konnte mich ein wenig besänftigen, indem er einen ordentlichen Beutel voller nilfgaardischer Kronen auf den Tisch warf. Unleserlicher Abschnitt. Sein Gefolge belud das Schiff mit Paketen und hiefte dann diesen riesigen Käfig an Bord, der mit Segeltuch bedeckt ist. Graf Bulger, keine Ahnung, sagte darin, sei eines dieser berühmten gestreiften Pferde aus Sangebar. Ein Geschenk für Herzogin Henrietta. Route von Bellhaven nach Buclair, 24. Tag im Dienst. Wir hatten mit diesem sagenhaften Gaul nichts als Ärger. Er knabbert am Deck, als wäre er nicht bei Trost. Außerdem müssen wir aufpassen, dass die Plane fest auf dem Käfig liegt, da die Kreatur so empfindlich gegen Sonnenlicht ist wie ein Vampir. Was soll die Herzogin mit einem gestreiften Pferd, das sie nur nächtens reiten kann? Dieser Aristokraten soll einer verstehen. Unleserlicher Abschnitt. 25. Tag. Trotz 1000 Dollar Seeteufel. In dem Käfig war kein Pferd, sondern ein verfluchter Glumar. Diese zu groß geratene Ratte hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff zum Kentern gebracht und sich ins Flussbett eingegraben. Dieser Idiot, Belgrand, fiel auf die Knie und flehte mich an, zu helfen, das Monster zu fangen. Er gab mir den Schlüssel zu der Truhe mit Juwelen, die er die ganze Fahrt über bewacht hatte, und schwor, der Schatz soll mir gehören, wenn ich die Bestie ein Ding festmache. Am liebsten würde ich mir meinen dicken Prügel schnappen, ihm das Ding über die Birne ziehen und mir die Truhe gleich jetzt greifen, aber ich bin ja kein verschissener Pirat.
Ich sammle die Männer, die den Untergang überlebt haben, und dann versuchen wir gemeinsam, das Monster in unsere Netze zu fangen. Der Graf behauptet, irgendeinen Trick zu kennen, wie man sich an das Vieh ranpirschen kann. Hat ja gut geklappt. Finde die Schatztruhe. Wir haben ja keine anderen Probleme. Schnell hoch hier erstmal. Ja, den Gulmar haben wir ja kennengelernt. Glumar, Entschuldigung. Das überleben wir nicht. Charakter, Meditation, Alchemie. Wir brauchen dafür einen Trank für Wasseratmung. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, Problem ist, wir haben, glaube ich, wirklich gar nichts, was... Okay, das ist nicht gut. Haben wir keinen Trank, der uns Wasseratmung erlaubt? Wolfsstunde. Nee, danke. Das ist blöd. Das ist ganz schön blöd. Okay, erstmal raus hier und dann versuchen wir es nochmal. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen können. So auf jeden Fall nicht Geralt. Das war immer gar nichts. Das ist ein Scherz, oder? Weg mit dir! Okay. Und versuchen wir es mal. Ah, okay, ist Sauerstoff. Alles klar. Dann schaffen wir das, um Gottes Willen. Finde die Schatztruhe. Ne, der Glumar ist hier. Ich habe es geahnt. Na komm, mein Lieber. Na komm. Na komm. Na komm. Sei lieb, greif an. Uah. Okay, das war die böse Steinschlagattacke. Uah. Alles kein Problem.
Hey, hör mal. Jetzt reicht's aber, Freundchen. So. Okay. Na komm. Okay, er macht einen steilen Schlag. Schnell weg hier. Ja, schon ganz schön starke Mistviecher, diese Glomare. Okay. Oh Mann, oh Mann. Großes blaues Muttergehen. Oh, seht mal. Gnomenwettstein. Ich bin auf die Belohnung von Chianfanelli gespannt, wie viel Geld wir da wirklich erhalten werden. Die Aufgabe Papierkrieg, meine ich. Müsste ja so einiges bei rumkommen inzwischen. Silber. Und hier soll irgendwo eine Kiste sein. Ah, da oben. Okay, ich kann es mir denken. Hier hoch. Eine Kiste voller Juwelen. Ich bin gespannt. Toussaint Stiefel, Runenstein. Schema Tarell. 305 Kronen, Perlen, Smaragd, Diamant. Ja. Beschädigtes Tagebuch. Chaotisch geführtes Tagebuch mit zahlreichen Tintenflecken und ohne Daten. Was zum Teufel ist in mich gefahren? Wie komme ich bloß dazu, in Gegenwart der allgnädigsten Herren eine Ballade von Rittersporn anzustimmen? Ach, auf dämlichste Art und Ungnade zu fallen. Ich, ein junger, ambitionierter Politiker mit brillanten Aussichten am Herzogshof. Und jetzt wegen meiner Dummheit verbannt. Ich muss eine Möglichkeit finden, die Gnade der Herzogin zu erflehen. Angeblich hat der Kaiser ihr ein sehr merkwürdiges Geschenk gemacht, einen Glomar. Mit dem müssen sich die Ritter beim Turnier messen. Wenn ich der allergnädigsten Herren nur ein ähnliches Geschenk darbieten könnte. Unvorstellbar, die Götter lächeln zu mir. Ich habe in Bellhaven einen Hexer getroffen, der bereit ist, mir einen jungen Glomar zu fangen. Natürlich verlangt er ein Vermögen von mir, aber ich bin zu allem bereit, um die Gunst der Herzogin zurückzugewinnen. Der Hexer hat eine Anzahlung genommen und ist zu den Amelbergen aufgebrochen. Ich habe ihn geschafft mit einem Geschenk, das eines Kaisers würdig ist, kann ich endlich ins Herzogtum zurückkehren und auf Vergebung hoffen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Glomar sicher nach Beauclair transportieren kann. Nicht auf einem Schiff, definitiv. Ich habe mein Gefolge versammelt und das gute Schiff Susanne bestiegen. Bei günstigen Strömungen werden wir in nur 3 Tagen in der Hauptstadt sein. Ich fühle mich wie ein Held in einer Elfentragödie. Es schien doch alles so wunderbar zu verlaufen. Da schlägt die Katastrophe zu und streckt mich nieder. Der Glomar hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff versenkt und sich ins Flussbett gegraben. Ich flehte den Kapitän an, mir gegen mein übriges Vermögen dabei zu helfen, das Monster wieder einzufangen. Ich werde mich an den Rat des Hexers halten und die Bestie mit Rautenrausch besänftigen. Dann können die Matrosen es mit ihren Netzen fangen. Ich bin erledigt. Die Sache mit dem Rautenrausch hat nicht geklappt. Der Glomar wurde wild und hat fast alle getötet. Ja, der Kapitän konnte entkommen, aber so schwer wie er verwundet war, dürfte es nicht weit geschafft haben. Außer aus der Höhle zu schwimmen. Nun sitze ich hier verlassen und höre, wie der Glomar die Überreste der Matrosen frisst. Du, der du mein Tagebuch gefunden hast, wer du auch sein magst, nimm den Rest meines Vermögens. Was sollte ein Häuflein modriger Knochen noch damit anfangen? Doch zum Ausgleich bitte ich dich, auf meine Gesundheit, mein trauriges Schicksal, auf den Helden einer wahren Elfentragödie zu trinken. Nee, danke. Alkohol ist ungesund. Armer Kerl. Da hat er eine Ballade über Rittersporn gesungen und wurde deshalb direkt verbannt. Also die Herzogin mag Rittersporn wirklich nicht sonderlich. Aber okay, schnell raus hier. Ich meine, wie konnte er denn um ihre Hand anhalten? Obwohl er wusste, dass sie vergeben ist. Macht man ja auch nicht.
Der gute Rittersporn. Okay. Also wären beinahe zwei Glumare auf dem Turnier gewesen. Auch interessant, oder? Aber wo ist die letzte Gruppe? Wo ist die letzte Gruppe? Eine fehlt doch definitiv. Bestimmt da. Bestimmt da, oder? Schauen wir mal. Und danach werden wir die große Kapelle, die geheime Kapelle, nicht die große Kapelle, die geheime Kapelle des Majoran suchen. Und dann die Manticore-Schemas vollenden. Und seht mal, der Palast von Beauclair. Schon der Wahnsinn. So. Ich würde aber sagen, wir meditieren einmal. Nachts ist es zwar echt schön, ich würde es privat auch durchaus nachts spielen, das Spiel, aber ich denke mal, vor allen Dingen für YouTube ist es schöner, tags unterwegs zu sein, damit ihr mehr sehen könnt. Ach ja. Plötze. Na hallöchen. Ich besteige dich. So, auf geht's. Denk mal das Prophet Majoran. Mir fehlt ja auch noch der Schnellreisepunkt, wenn ich ehrlich sein darf, der Wegweiser. Denn der müsste hier auch noch irgendwo verborgen sein. Weg da. Dankeschön. Ich sehe ihn schon da vorne. Denkmal des Propheten Majoran. Und hier links ist doch bestimmt die letzte Gruppe, oder? Nicht? Nö. Halt! Gar nichts. Okay. Aber die Markierung haben wir gefunden. Ich werde jetzt noch nicht wirklich großartig danach suchen, dann werden wir uns später nochmal an einigen Anschlagsbrettern umsehen. Was ich suchen möchte hingegen, ist auf jeden Fall die geheime Kapelle von Majoran. Wir könnten theoretisch nochmal danach sehen, ob das da irgendwo ist. Aber wir markieren mal die Aufgabe der Manticore-Schemas. Schatz suchen. Wolfschule. Lage des Archäologen. Wo ist das denn? Auch erreichbar, seht mal. Das könnten wir auch machen beim nächsten Mal. Ja, es sind echt auch viele, viele Sachen, die wir machen können inzwischen. Dazu kommen die Nebenaufgaben wie zum Beispiel Rinderwahn und so weiter und so fort. Also, wir werden uns jetzt erstmal mit einigen Nebenaufgaben beschäftigen. Manticore. Okay, da kommen wir von den Palastgärten aus hin. Los, los. Das könnten wir sogar noch erreichen, theoretisch. Oder? Sollen wir? Sollen wir, sollen wir nicht? Ja, oder? Wir reiten erstmal hier zur Markierung. Aber ich denke mal, da wird dann auch die Welt enden. Beziehungsweise das Herzogtum, das wir bereisen können. Moment, wir müssen... Ach, das ist falsch. Wir müssen weiter in die Richtung. Hier rum. Und hier endet sicherlich der Bereich, den wir bereisen können, oder? Genau. Ich bin zu alt, um durch die Welt zu ziehen. Nein, bist du nicht, Geralt. Das ist vollkommener Quatsch. Lass dir das niemals einreden. So, man ist nur so alt, wie man sich fühlt und ich glaube, Geralt fühlt sich noch verdammt jung. Okay, dann noch einmal auf zurück zum Denkmal von Majoran. Und dann können wir da erst einmal die Schnellreise nutzen. Die Manticore-Schemas würde ich schon gerne noch vollenden.
Wie gesagt, die letzte Gruppe fehlt noch. Majoran ohne Kopf ist nicht wirklich Majoran, oder? Okay. Einmal nach hier unten. Zu den Palastgärten. Ja, dann könnten wir eigentlich beim nächsten Mal die Wolfsschulen-Schemas sammeln. Ist jetzt schon ein bisschen grobes Sammeln, mittendrin ist vielleicht nicht ganz so vorteilhaft, aber ihr wisst ja, ich versuche eine gute Balance zwischen Haupthandlung und Nebenaufgaben zu finden. Und ganz ehrlich, die Visionen von Detlef, die würde ich gerne erstmal so im Raum stehen lassen. Wir wissen, Detlef hat, ja, jemanden getötet, der ihm sogar etwas bedeutet hat. Was der Aussage von Regis, dass er ein so, ja, ungefährlicher Vampir ist, eigentlich widerspricht, oder? Ich meine, jemand, der ohne Kontrolle sogar Freunde tötet, ist ja eine wahrlich große Bedrohung. Der Onkel sagt, wenn ich böse bin, komme ich zum Hexer. Boah, wenn der böse ist, kommt er zum Hexer. Ganz genau. Und da hinten diesen kleinen Palast oder was genau das sein soll, könnten wir theoretisch auch besuchen. Aber erstmal wollen wir den Tempel oder die Kapelle von Majoran finden. Ich bin gespannt. Merten hat sich aber dann wirklich komplett vom Hexerweg entfernt, oder? Okay, da haben wir den Eingang. Finstersenke. Okay. Ein wahrlich passender Begriff. Genau wie der große Bettler es beschrieben hat. Mertens Kapelle muss in der Höhle sein. Oh, wow. Also irgendwas stimmt hier nicht. Wow. Nackte Frauen in einer Höhle. Da stimmt was nicht. Ich habe es geahnt, ganz ehrlich. Ich habe es geahnt. Buxa. Noch eine. Natürlich. Nicht schreien, meine Lieben. Ihr Mistviecher. Ruxel können auch Halluzinationen gewesen sein. Gekämpft haben sie aber ziemlich handfest. Ruxel ist die Mehrzahl, okay. Oh Mann, also hier ist irgendetwas Seltsames in der Luft, wortwörtlich. Alle sind sie mir weg. Bettler? Hier? Das muss eine Prüfung sein. Ja. Dann geben wir natürlich Almosen. Wende nicht den Blick ab, Herr. Hilf mir. Wir geben natürlich Almosen an die Bettler. Genau wie der große Majoran es ebenfalls tun würde. Natürlich, bitteschön. Sonst enden wir noch wie Marleen, um Gottes Willen. Als Wicht. Der letzte. Was jetzt?
Oh Mann, oh Mann. Die Prüfungen des Majoran. Oh Mann. Egal ob echt oder Illusion, wir haben geholfen. Sie verlieren keine Mutagene, keine Gegenstände. Daher gehe ich mal davon aus, dass das tatsächlich alles hier nur... ...eine Halluzination ist. Hey, wir könnten auch durch das Wasser gehen. Der sieht aus wie Majoran. Nicht möglich. Okay. Hat Merten Majoran tatsächlich gefunden? Keine Visionen mehr. Ich hoffe, das war's dann. Was? 5 von 6 und Mertens Notizen. Okay. Sind wir am Ende? Ich glaube nicht. Es ist vollbracht. Ich habe die Höhle der Sorgen erreicht und bin ins heilige Refugium der verborgenen Kapelle gelangt. Ich werde niemals vergessen, was ich durchgemacht habe. Feuerspeiende Kreaturen haben mich angegriffen. Monstrositäten, die wie Kreuzungen aus Ertrunkenen und Endriagas wirkten. Männer mit den Gesichtern wilder Tiere. Doch Majoran gefiel es, mich dieser Torturen überleben zu lassen. Am Ende des Weges, hier in der verborgenen Kapelle, habe ich mich in Meditation versenkt und gleich erfüllte Majoran mein Gebet mit einer Vision von einem See, dessen kristallklares Wasser mich umgeben, meine Seele durchdrang und sie von aller Bosheit reinigten. Als ich erwachte, war ich sicher, dass Majoran mir die letzte Station meiner Reise hatte bedeuten wollen, den See der Reinigung, in dem Majoran die Körper und Seelen seiner Jünger wusch. Auf Anraten jenes Wissenden, der als großer Bettler bekannt ist und dessen Weisheit ich im Majoran-Tempel genießen durfte, ich bete, dass er wohlauf ist und die Leute in seinem Dorf verstanden haben, dass er die Wahrheit spricht und niemanden Übles will, werde ich nun alles Dingliche hinter mir lassen, was mich noch mit meinem Vorleben verbindet. Das ist allerdings nicht so einfach, da es mich einst viel Zeit und Energie und großes Opfer gekostet hat, dieses Schemas zu finden. Doch ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Möge Majoran mein bescheidenes Opfer annehmen. Nun kann ich zum See der Reinigung reisen. Mein Weg ist schwierig und voller Gefahren, doch er wird immer klarer und ich fühle ein Licht in meinem Herzen. Meine Sicherheit, dass er der richtige Weg ist, wird stark wie Eisen und hart wie Stahl. Gepriesen sei Majoran. Merten ist zum See gegangen, um endgültig zu sehen. Ist das vielleicht eine Art? Das sollte ich mir ansehen. Ist das vielleicht eine Art Relikt? Vielleicht. Okay. Das ist also die geheime, die verschollene, die verborgene Kapelle. Geht zum See der Reinigung. Was für eine Schnitzeljagd, oder? Aber echt genial. Hoho. Und wir können das Ganze nochmal machen für die Wolfsschule. Ich freue mich riesig. Wo ist der denn? Ja, das machen wir dann später. Das machen wir später. Was haben wir denn da? Seht mal. Okay. Ne, ich würde sagen, Leute, beim nächsten Mal werden wir hier dem Ufer weiter folgen. Denn hier haben wir auf jeden Fall noch eine interessante Ecke. Hier unten rum können wir auch gehen. Ja, bis hier, oder? Dann können wir hier die Ecke mal eben abschließen beim nächsten Mal. Mal eben, in Anführungszeichen. Und, ja, danach mal sehen. Es gibt so viel, was wir erledigen können. Ihr wisst es ja inzwischen. Wir könnten die Wolfsschulen-Schemas suchen. Wir könnten Nebenaufgaben machen. Wir könnten die Hauptaufgabe weitermachen. Und. Es gibt so viel hier in Tussauds, das noch erledigt werden muss. Und ja, wir werden auch alles erledigen. Also ich werde mich nicht irgendwie drängen lassen oder irgendwie Zeitdruck erzeugen. Ich möchte wirklich jede Aufgabe machen, jedes Schema machen und wirklich jedes Fragezeichen erkunden. Ich liebe es einfach. Und ja, wir werden auch noch auf Skellige oder bei Art Skellig einige Orte entdecken, die ich noch nicht entdeckt habe. Auch da gibt es noch vieles, auf mich wartet. Das auf uns wartet, wenn ihr möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mich begleitet.
hier bei The Witcher. Es gibt noch viel zu entdecken, viel zu tun, viele Pflichten, die auf uns warten, und ich möchte gerne alle Pflichten erfüllen. Denn bis jetzt bin ich wirklich so verzaubert von jedem Gebiet, von jeder Ecke hier in Toussaint, in Velen, auf Art Skellig, bei Skellige generell, also... Ja, ich bin verzaubert. Ich glaube, wir laufen gerade total in die falsche Richtung, oder? Ja. Hilfe, Hilfe, ich finde hier nicht mehr raus. Ach ja, ach ja. Geralt nicht wehtun. Die Manticore-Schule haben wir noch gar nicht, oder? Ich glaube, das ist eine neue Schule, die dazugekommen ist. Also, die Rüstung haben wir noch gar nicht. Aber was machen wir beim nächsten Mal? Wir werden erst die Orte im Süden entdecken, keine Frage. Aber was machen wir dann? Was machen wir dann? Sollen wir dann die Wolfsschemas suchen? Oder sollen wir dann vielleicht mal eine Nebenaufgabe machen? Wie zum Beispiel die Suche nach den Ursprung des Rinderwahns. Ihr wisst ja, irgendwann gibt es keine Rinder mehr. Wir müssen aufpassen. Große Verantwortung. Ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Was wir auf jeden Fall zuerst mal machen können, ist hier in Richtung dieses Gebäudes da vorne gehen. Dieses palastartige Gebäude, das aussieht wie ein Mini-Palast von Beauclair. Denn ich bin sehr, sehr gespannt, was genau das Gebäude überhaupt darstellt. Und doch interessanter finde ich es dann herauszufinden mit euch gemeinsam. Wir haben es ja schon ganz, ganz oft von hinten aus gesehen und ich würde es gerne eigentlich jetzt schon wissen. Zumindest einmal lesen, was es genau ist. Seide, Liat, Amphitheater, ein Amphibientheater. Es ist ein Sumpf-Vibe, ist ja widerlich. Okay Leute, aber ich würde sagen, das gibt's erst beim nächsten Mal, oder? Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und beim nächsten Mal gibt es ein Amphibientheater und, ja, ich glaube ein Sumpf-Vibe oder ein Wasser-Vibe. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit The Witcher 3. Ich freue mich schon drauf. Ciao Leute.